Wo ist denn Herr Kohler jetzt? Ah, da, da, mitten unter seinen Schülern, so wie es ist gehört. Ja, lieber Herr Kohler, zunächst mal an Sie ganz persönlich herzlich willkommen und natürlich zu diesem großartigen Preis auch von Seiten der Stadt Leimen. Herzlichen Glückwunsch und auch vielen Dank dazu. Ich möchte Sie natürlich alle, auch der Herr Albrecht natürlich als Schulleiter und auch euch als Schülerin und als Kollegen ganz, ganz herzlich willkommen heißen hier im Spiegelsaal. Es ist bei uns in Leimen so üblich, wenn jemand was Besonderes leistet oder was Besonderes erfährt, dann gibt es einen Empfang bei uns im Spiegelsaal. Das hat große Tradition. Da brauche ich sicherlich keine Namen zu nennen. Viele erinnern sich sicherlich daran, wer hier alles schon drin war und geehrt worden ist. Von Lee Iacocca soll der Satz stammen: Die Zukunftswerkstätten eines Landes sind nicht die Planungsbüros und die Werkshallen eines Landes, sondern die Schulzimmer und Klassenzimmer. Und da ist viel Wahres dran. Da ist es auch ganz entscheidend, was da drin passiert für die Zukunft eines Landes in einem Klassenzimmer und welche Personen dort unterrichten und wer das macht, weil letztendlich da wird unsere Zukunft entschieden in unseren Schulen, in unseren Klassenzimmern. Und da ist es auch wichtig, dass man Lehrkräfte hat, die mit dem Wertvollsten, was wir haben, mit unseren Schülern, mit unseren Kindern, bestens umgehen und tolle Arbeit leisten. Und Herr Kohler, unbestritten leisten Sie, das wissen wir aber auch schon seit vor der Preisverleihung, dass Sie sehr, sehr vieles leisten. Und dass sie nicht nur in ihrer Schülerschaft sehr beliebt sind. Oft sind es ja immer die Lehrer, die eigentlich nicht so sonderlich streng waren und vielleicht nicht so viel gebracht haben. Aber nee, sie haben sehr viel für ihre Schüler gebracht. Das sieht man so aus den, ja, aus den Kommentaren, die man dann von ihren Schülern auch gelesen hat und die man auch immer wieder mal so gehört hat. Und es kommt nicht von ungefähr. Sie haben sich sehr, sehr stark engagiert in vieler Hinsicht. Fußball-AG zum Beispiel, ist mir auf jeden Fall in Erinnerung, aber was ich auch toll finde, wie Sie mit diesem Thema Volkstrauertag, Andenken, Bewahren der Vergangenheit, dass dieses Thema nicht in Vergessenheit gerät, umgegangen sind und der Herr Schütze ist ja heute da vom Volksbund und das ist ja auch ein Zeichen dafür, das kenne ich eigentlich gar nicht, dass bei irgendwelchen Ehrungen der Volksbund da ist, also es kommt zumindest sehr selten vor und wenn so jemand da ist, dann hat das ja auch einen Grund und da haben sie sich extrem engagiert. Sie waren in Niederbronn mit ihrer Klasse und haben da Tolles gestaltet und haben das toll gemacht, aber auch mit dem Thema Fußball haben sie Tolles gemacht und viele, viele andere Dinge. Und es ist natürlich uns in der Stadtverwaltung auch nicht verborgen geblieben, aber auch auf höherer Stelle, wie wir jetzt erfahren haben. Und dieser große Preis und diese große Ehrung, und ich denke, das haben sie verdient. Sie sind ein außerordentlich engagierter Lehrer und ein toller Lehrer. Und das kriegen wir nicht nur von den Schülern mitgeteilt, auch von vielen anderen Menschen. Und da sind wir sehr stolz drauf. In der Stadt, dass wir so jemanden haben, der so Tolles für unsere Schülerinnen, unsere Zukunft leistet. Und deswegen da von Seiten der Stadt ein herzliches Dankeschön und große Gratulation zu diesem Preis. Sie haben es echt verdient, finde ich, also wenn man das so sieht. Danke. Natürlich, wenn man so eine hohe nationale Auszeichnung bekommt, dann ist eigentlich oft auch oder bei uns eigentlich immer üblich, dass auch eine kommunale Auszeichnung von Seiten der Stadt noch hinzukommt. Und wir haben uns entschieden in der Stadt, Ihnen die Bürgermedaille in Gold zu verleihen. Auch eine seltene Auszeichnung. Ich darf den Urkundentext verlesen. Urkunde: In Würdigung seines außergewöhnlichen Einsatzes um die Belange der Stadt Leimen verleiht die Große Kreisstadt Leimen Herrn Martin Kohler die Bürgermedaille in Gold. Leimen im März 2022, Hans Reinwald, Oberbürgermeister. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank.
Lieber Martin, heute stehen wir gemeinsam hier, um dich zu zelebrieren. Alle die hier anwesenden Leute, viele deiner Kollegen, bis hin zum Bürgermeister sind heute anwesend, um einen Lehrer, einen Familienvater, einen Sohn, aber vor allem um einen großartigen Menschen mit einer einzigartigen Persönlichkeit zu feiern und zu bewundern. Zuallererst möchte ich dir im Namen unserer ehemaligen Klasse gratulieren. Wir gratulieren dir aber nicht nur als deine ehemalige Schüler, sondern auch als gute Freunde. Lieber Martin, Glückwunsch zu dem gewonnenen Lehrerkräftepreis. Glückwunsch an dich, dass du etwas geschafft hast, was bis jetzt kein Lehrer in Leimen geschafft hat. Denn du gehörst zu den besten, einzigartigsten und inspirierendsten Lehrern. Und das deutschlandweit. Glückwunsch. Es ist unglaublich schön mit anzusehen, dass jetzt auch ganz Deutschland weiß, was für ein besonderer Lehrer, aber vor allem auch Mensch du bist. Denn um ehrlich zu sein, so wirklich überraschend tut uns dein Erfolg nicht. Denn wir wussten schon immer, seit wir dich kennenlernen durften, dass du zu den ganz besonderen Menschen gehörst. Und deine Selbstlosigkeit, dein unglaublicher Wille, deine ansteckende Motivation, dein großer Mut und deine kreative Ader, dich eines Tages zu dem großen Erfolg, den man als Lehrer haben kann, führen wird. Als erstes möchte ich mich bedanken, dass ich heute hier sein darf. In meinen Augen hat Herr Kohler den Lehrerpreis mehr als verdient, denn ich glaube, dass ich als ehemaliger Schüler das am besten einschätzen kann. Was ich immer bewundert habe, wie ein einziger Mensch so Großes bewirken kann. So viele Projekte, nicht nur mit der OGS, sondern auch mit dem Jugendgemeinderat, was nicht selbstverständlich für einen Lehrer ist. Er lehrt uns vieles, wie wichtig Vielfalt ist, dass man Ehrgeiz und Willenskraft braucht. Er erzog uns zu mündigen Bürgern. Er war kein Lehrer, der die Noten verschenkte. Herr Kohler brachte uns bei, dass man nur mit harter Arbeit seine Ziele erreichen kann. Er hat trotz unserer Schwächen immer unsere Stärken gesehen. Ohne Herr Kohler wäre mir die Schule egal gewesen, also die Schule, die Gemeinschaft und das Miteinander. Und egal gewesen, er ist nicht nur mein Mentor, er ist wie ein Vater für mich. Deshalb freut es mich, dass Herr Kohler diesen Preis bekommen hat. Aber es war mir auch klar, dass der beste Lehrer eines Tages in den Lehrerhaus zukommt. Kann ich hier stehen bleiben? Okay. Ja. Wir gewinnen schon seit dem Tag, an dem Herr Kohler in unser Leben trat. Er ist nie nur ein Lehrer für uns gewesen. Er ist wie ein guter Freund, Ansprechpartner, Berater und Zuhörer zugleich. Unsere gesamte Realschulzeit war dank ihm unvergesslich. Wir lernten für das Leben und nicht nur für die Schule. Seit Tag 1 vorbereitet er uns auf das weitere Leben. Wir lernten es von allen Seiten zu betrachten und zu schätzen. Wenn es einem selbst gut geht, sollte man alles dafür tun, Mögliche tun, damit es seinen Mitmenschen genauso gut geht. Zum anderen brachte er mir das Träumen bei, denn er zeigte mir, dass egal wie schwer ein Ziel auch sein mag, es durch Disziplin und Selbstbewusstsein zu erreichen ist. Es gibt kein zu weit, zu viel oder zu schnell. Das Einzige, was einen von seinen Träumen abhalten kann, ist man selbst. Denn nur wir selbst sind dafür verantwortlich, was wir zuletzt aus unserem Leben machen möchten. Was einmal die Etappen auf dem Neckarsteig waren, werden in Zukunft die Etappen in unser zukünftiges Leben sein. Dabei werden die Hindernisse weitaus größer sein als die 75 Kilometer auf dem Neckarsteig. Doch ich kann entspannt nach vorne blicken, denn Herr Kohler lehrte mich auch dies. Das Wichtigste ist, an sich selbst und seine Stärken zu glauben. Es ist unbeschreiblich toll, wie Sie sich stets für jeden von uns einsetzen, wie Sie jeden von uns heute noch unterstützen und stärken, wie Sie immer einen Rat haben, der genau die richtigen Worte hat, die man in dem Moment hören möchte. Das Leben stellt uns mal immer wieder vor neue Herausforderungen, die uns an der nächsten Ecke erwarten. Eigentlich ist aber nicht Herr Kohler der Gewinner des heutigen Tages, sondern wir und alle anderen Schüler, die von ihm unterrichtet wurden und werden. Was soll ich anderes sagen, außer dass sie den Preis auf alles auf der Welt verdient haben, für ihren unermüdlichen Einsatz für jeden von uns. Bist du dran? Also ich kenne Herrn Kohler mittlerweile schon seit fast 6 Jahren, seit meinem Schulwechsel auf die Otto Graf Realschule. Bevor ich auf die OGRS gewechselt bin, hatte ich eine schwere Zeit. Als ich dann Gerüchte hörte, ich würde in die schlimmste Klasse Leims wechseln, stellte sich mir die Frage, ob das mit dem Schulwechsel wirklich die richtige Entscheidung war. Rückblickend bin ich aber sehr glücklich über diesen Wechsel, unter anderem, weil ich dadurch Herrn Kohler kennenlernen durfte. Als er damals ins Klassenzimmer kam, war mir klar, dass er nicht so war wie meine bisherigen Lehrer. Er ging durch die Reihen und grüßte jeden persönlich mit einem Handschlag. Er begegnete uns auf Augenhöhe.
Er respektierte uns, er behandelte uns wie das, was Jugendliche sein wollen, wie ebenbürtige Erwachsene. Natürlich haben wir etliche Stunden in der Schule verbracht, aber Herr Kohler bereitet seine Schüler auf das Leben vor. Und das Leben findet nicht in Klassenzimmern statt. Zum Beispiel durch unser Neckarsteig-Projekt hat er nicht nur mein Selbstvertrauen enorm gestärkt, sondern das von allen, die mitgemacht haben. Wir haben gelernt, dass man gemeinsam mit harter Arbeit unfassbar viel erreichen kann. Wir haben uns das Projekt selber finanziert und sind dann 5 Tage durch jedes erdenkliche Wetter vom Campingplatz zu Campingplatz gewandert. Wir haben gelernt, über uns hinauszuwachsen. Wir haben gelernt, als Team, als Klasse zusammenzuhalten. Wir haben gelernt, an uns zu glauben. Das Eindrucksvollste, was ich durch Herrn Kohler gelernt habe, war jedoch, wie grausam die Vergangenheit ist. Ich werde das bedrückende Gefühl, das ich im ehemaligen KZ Natzweiler-Struthof hatte, als ich einen Galgen sah, nie vergessen. Dasselbe bedrückende Gefühl hatte ich, als ich durch Herrn Kohler in einem ehemaligen Schützengraben stand und die durch Bomben veränderte Landschaft sah. Dieses bedrückende Gefühl bekommt man nicht durch ein Geschichtsbuch. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass jeder dieses Gefühl kennt, damit wir solche Fehler der Vergangenheit in der Zukunft nicht wiederholen. Ich bin sehr dankbar für diese Erfahrung, da sie unter anderem ein gewisses Interesse für Geschichte in mir geweckt haben. Martin, ich bin unfassbar stolz auf dich. In meinen Augen bist du schon seit Jahren das, wofür du jetzt endlich ausgezeichnet wurdest. Einer der besten Lehrer Deutschlands. Also ich möchte mich auch natürlich bedanken, dass ich heute hier sein darf. Ist mir auch eine Ehre. Ich fange mal direkt an. Herr Kohler opferte seine Freizeit und pflegte seine Klasse wie seinen eigenen Garten aus vielen verschiedenen Blumen. Und schon früh erkannte er, dass in uns eine Menge Potenzial steckt und dass wir eigentlich dazu in der Lage sind, viel mehr zu erreichen, als wir eigentlich machen können. Und wir durchlebten Zeiten gemeinsam, die man teilweise als Familie verbringt. Und genau diese Zeiten schweißen uns halt enger zusammen, seien es Höhen sowie Tiefen oder des Weiteren. Die Beziehung untereinander entwickelte sich nach der Zeit zu einer engen und starken Freundschaft. Und die wir bis alle heute noch sehr, sehr, sehr wertschätzen. Denn so einen tollen Menschen, einen guten Wegweiser und einen wunderbaren Lehrer will man als Freund nicht verlieren. Deswegen, und was auch sehr, sehr wichtig und auch sehr Loyalität von Herrn Kohler zeigt, ist, dass er uns nie den Rücken kehrte. Das Gegenteil, sondern er stärkte ihn, stand immer an unserer Seite. Und falls wir am Boden lagen, half er uns immer hoch, indem er uns die Hand reichte. Und auch lehrte uns immer das Leben bei und sagte, dass beispielsweise nicht die starken Menschen gewinnen, sondern die, die nicht daran denken, aufzugeben und dass ohne Anstrengungen kein Preis zu erwarten ist. Deswegen, und genau die Sätze treffen mal genau auf Herrn Kohler zu, weil er hat niemals aufgegeben, an uns zu glauben. Und durch seine ganze Anstrengung hat er heute aus diesen Menschen, die wir heute sind, das, ja, sorry, und ja, also ich bin sehr dankbar und auch seine Ideologie, den Unterricht so innovativ, produktiv zu gestalten und das Verstehen der Menschen gewährt seinen verdienten Preis mehr als nur Respekt und Anerkennung. Vielen Dank. Ich hatte schon. Ich erinnere mich noch sehr gut an den Tag, als du das erste Mal unser Klassenzimmer betreten hast. Das mag zwar etwas hyperbolisch klingen, doch war das der Tag, als ich anfing, alles um 360 Grad zu wenden. Es war der Start in die verrückteste, unvergesslichste und schönste Schullaufbahnzeit für die meisten von uns. Eine Wendung, die nicht zu erklären war, aber doch den Namen Martin Kohler trug. Denn trotz dessen, dass wir mit einigen wenigen Ausnahmen von fast allen als die, ich zitiere, schlimmste Klasse der Schule degradiert wurden, ließst du dich davon nicht abschrecken. Im Gegenteil, du hast uns nicht gleich denselben Stempel aufgedrückt, um zur Mehrheit zu gehören. Du hast erkannt und verstanden, dass in jedem von uns verschiedene Stärken und Schwächen schlummern. Du hast verstanden und gesehen, dass uns nur jemand in der Schule fehlte, der uns das Gefühl von Sicherheit und Vertrauen gibt. Und genau diese Sicherheit und das so wichtige Vertrauen gabst du uns von der 6. Klasse an bis heute. Wir sind so unglaublich dankbar, dass du nicht so wie viele warst. Denn mit dir stand vor uns keine Person, die von den leider immer noch sehr starken Hierarchien in den Schulen Gebrauch machte. Bei und mit dir begegneten wir uns auf Augenhöhe. Du gabst uns nicht das Gefühl, dass du was Besseres als wir wärst. Du hast als einer von wenigen an der Schule verstanden, dass Schule auch draußen in der tatsächlichen Welt stattfinden muss. Dass man Dinge nur besser verstanden und lernen kann, wenn man mehr sieht als eine Lehrerin, die vor einer Tafel steht.
Für uns machst du den Unterricht greifbarer, realer und spannender. Durch dich fingen wir an, uns mit Themen wie Rassismus, Antisemitismus und allen weiteren Ismen expliziter zu beschäftigen. Du hilfst uns, auf solche achtsamen Themen zu sensibilisieren, was uns half, bewusster mit Sprachen und Taten umzugehen. Du nahmst dir die Zeit, die viele andere nicht hatten, um diverse Projekte mit uns zu starten. Dadurch wuchsen wir nicht nur als Klasse zusammen. Jede einzelne Person von uns konnte dadurch auf Stärken und Schwächen aufmerksam werden, wo man davor nicht einmal wusste, dass diese in einem existierten. Wir durchlebten charakterliche Entwicklungen, welche nicht nur Auswirkungen auf unser eigenes Individuum, sondern auch auf unser Umfeld und auf die Gesellschaft um uns hatte und bis heute immer noch hat. Danke dafür. Für die meisten von uns bist du heute noch ein großes Vorbild, denn es war immer erstaunlich zu sehen, wie du dich von Rückschlägen nicht hast unterkriegen lassen. Trotz der Steine in deinem Weg liefst du weiter. Du wusstest, Taten sind wichtiger als Worte. Es war und ist jedes Mal aufs Neue bewundernswert, wie viel Leidenschaft und Wille du in deine Arbeit steckst, um alle Ziele greifbar zu machen. Kein Weg war zu weit, jeder Umweg wurde in Kauf genommen und keine Aufgabe war zu schwer. Während andere Dinge als unmöglich bezeichneten, versuchtest du, das Unmögliche möglich zu machen. Während andere nach Entschuldigungen suchen, suchtest du nach Lösungen. Deine Disziplin und Mentalität, dass alles möglich sei, man muss es nur wollen, übertrug sich auch auf uns. Es ist wichtig zu sagen, dass du für uns nicht nur unser Klassenlehrer warst. Seit langem bist du für uns ein guter Freund. Ein Freund, auf den wir immer zählen können, der einen immer unterstützt und hilft, wo er kann. Durch dich merken wir, dass wir noch viel höher springen können, als es sonst von uns verlangt wurde. Deinen Namen heute in Zeitungen, im Radio oder in den sozialen Netzwerken zu sehen und zu hören, macht uns unglaublich stolz. Lieber Martin, wir sind unglaublich stolz auf dich und wir sind uns sicher, dass den Preis keiner mehr verdient hat als du. Danke für alles und herzlichen Glückwunsch. Also die mich länger kennen, wissen, dass ich als Ex-Militär mit dem Zeigen vom Gefühl nach außen sehr zurückhaltend bin. Bin aber jetzt fast nah am Wasser gebaut, weil das ein sehr bewegender Tag ist. Ich bedanke mich bei allen, die hier sind, die mir heute die Ehre erweisen. Und möchte aber als allererstes natürlich auch mal sagen, dass ich jetzt als Lehrkräftepreis mit etwas ausgezeichnet werde auf höchster Ebene. Das voraussetzt, dass man auch so tolle, außergewöhnliche Schüler hat, um solche Dinge zu erreichen. Ohne diese Klasse, ohne jeden einzelnen von diesen, wären alle Projekte nur auf dem grünen Tisch geblieben. Umsetzen kann man sie nur, wenn man so eine Weltklasse-Klasse hat. Also ich bedanke mich ganz, ganz ehrlich dafür, dass ich euch unterrichten durfte. Das war mir eine Ehre, das ist mir heute noch eine Ehre. Und wenn es nach mir ginge, wüsstet ihr, hättet ihr niemals einen Abschluss gekriegt, dass ich euch bis zur Rente unterrichten darf. Ne? Weil wir haben in Frankreich die tollsten Dinge. Ich war mit euch dreimal in Frankreich, wir waren in Italien, wir waren mehrmals in Zwingenberg, wir haben auf dem Neckarsteig so viele tolle Dinge gemacht. Ich habe versucht, heute aufzuzählen, wie viele Projekte wir gemeinsam gemacht haben. Ich schaffe es nicht, weil ich nicht gut in Mathe bin. Das ist gigantisch, was wir gemeinsam erlebt haben und ich danke ganz, ganz herzlich. Ich danke bei allen Wegbegleitern hier im Raum, die mich unterstützt haben. Ich danke auch für alle Steine, die mir in den Weg gelegt wurden, weil ich habe es immer geschafft, was draus Gutes zu bauen und nicht aufzugeben. Und ich danke bei allen Unterstützern, vor allem auch in der Stadt Leimen, in der Schulleitung, bei den Kollegen, die Art, wie ich Schule denke, unterstützen. Es ist nicht einfach, wenn man neue Wege geht, dahin führen keine Trampelpfade. Mit ein bisschen Mut, mit ein bisschen Veränderung kann man Schule zum ganz, ganz tollen Ort machen und ich bedanke mich bei allen, die mich in der Art und Weise jetzt die ganze Zeit unterstützen und würde mir wünschen, dass wir den Weg weg von der Erzeugungsdidaktik hin zur Ermöglichungsdidaktik gemeinsam bestreiten, weil man einfach sieht mit der Verpflichtung unserer Jugend, dass man damit mehr erreicht, als mit noch mehr Arbeitsblättern, noch mehr Stoff, noch mehr schulischen Dingen, dass ja kein Unterricht ausfällt, weil der Unterricht am besten ist nicht nur im Klassenzimmer, sondern ist da am besten, wo bei den Jugendlichen das ankommt, was man sich verspricht. Und das sind Werte, das sind Normen, die man internalisiert hat und die man sie lebt und die man nicht nur am Sonntag in Reden hört, sondern im Alltag lebt. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich der Lehrer sein darf. Und ich werde auch immer mein Bestes bemühen, rein, weil Sie wissen das, wenn man Reis bekommen hat, ich habe jetzt nicht vor, in Rente zu gehen. Das Schönste kommt noch. Ich versuche das die Jahre für Leimen so weiterzumachen. Das ist mein ganz, ganz großes Ziel. Wir haben viele Dinge noch offen und ich bin sehr, sehr stolz, in der Stadt auch so unterstützt zu werden. Vielen Dank, Herr Schütze. Möchte ich auch noch mal persönlich sagen, die Unterstützung des Volksbundes, unsere Zusammenarbeit liegt mir sehr am Herzen.
Das wissen Sie, ich war lange genug Selbstsoldat, ich habe lange genug, war selbst mit Tod, Verwundung etc. konfrontiert. Ich weiß, wie wichtig das ist, dass man daran erinnert. Und ich danke Ihnen für die ganz, ganz tolle Zusammenarbeit. Sie haben vieles für uns möglich gemacht und ich werde auch da versprechen, da nicht locker zu lassen, dass wir immer Ihr Bildungspartner an der Seite bleiben. Ich danke den Vertretern des Elternkreises, des Freundeskreises, der SMV, die alle da sind. Na, ich danke meiner Schulleitung, dass sie mich ganz, 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 ganz häufig in dem unterstützen, was ich vorhabe. Ich möchte, bevor ich jetzt aufzähle, noch weiter quasi Danke zu sagen, bei allen danken, die mich auf dem Weg unterstützen. Herzlichen Dank, dass Sie mir heute diesen wunderschönen Empfang im Spiegelsaal ermöglicht haben. Dankeschön. Von Seiten der Stadt für Sie vorbereitet, aber jetzt würde ich erstmal gerne den Herrn Albrecht zu Wort kommen lassen, den Schulleiter. Vielen Dank, Herr Albrecht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Elternvertreter, liebe Vertreter des Freundeskreises, liebe geladenen Gäste. Wir, die Schulleitung der Autograf-Lehrerschule, Frau Grüber, Herr Müller und ich, freuen uns, Herrn Kohler stellvertretend für unsere Schulgemeinschaft, und es sind ja auch aus den Bereichen unserer Schulgemeinschaft, Lehrer, Eltern, Freundeskreis, Schüler, viele hier anwesend. Wir freuen uns, Ihnen im Namen und für die Schulgemeinschaft unserer Schule zur Auszeichnung durch den Deutschen Lehrkräftepreis Unterricht innovativ zu gratulieren. Herr Kohler ist Preisträger des Deutschen Lehrkräftepreises Unterricht innovativ 2021 in der Kategorie Ausgezeichnete Lehrkräfte. Er wurde für diesen Preis von ehemaligen Schülerinnen und Schülern unserer Schule vorgeschlagen und von der Jury des Deutschen Lehrkräftepreises Unterricht innovativ als einer der Preisträger ausgewählt. Es ist für einen Lehrer sicherlich eine ganz besondere Freude und Anerkennung, das haben wir eben auch gerade gehört, einen solchen Preis zu bekommen. Und ich darf Herrn Kohler heute im Auftrag der Träger des Deutschen Lehrkräftepreises Unterricht innovativ die Auszeichnung auch als Urkunde übergeben. Das hat funktioniert. Meine Damen und Herren, die Auszeichnung, die Urkunde des Deutschen Lehrkräftepreises Unterricht innovativ darf ich Herrn Kohler im Auftrag der Träger übergeben. Herr Kohler, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Ich habe natürlich, wenn der Herr Albrecht diese Ehrung jetzt übernommen hat. Achso, jetzt sind Sie nicht. Entschuldigung. ich fand, wie Sie auch gerade angesprochen haben, hierzu die Zitate sehr wichtig und gut und wollte einfach auch diese Gratulation mit einem Schülerzitat beschließen. Mit Herrn Kohler konnten wir aber zu jeder Zeit über alles reden. Er zeigte uns, dass ein Lehrer auch ein Teil der Klasse werden kann. Er macht unsere Klasse während unserer Schulzeit zu einer Klassengemeinschaft. Was für eine schöne Rückmeldung. Herzlichen Dank.